Recht herzlich willkommen zur 83. Folge von Simotrans. Ja, wir sind wieder im Spiel und haben letztes Mal so einen Bus uns angeguckt, der da unterwegs war, den wir ausgemustert haben. Und jetzt müssen wir überlegen, was wir als nächstes machen. Ich denke, wir gehen da wieder mal in unsere Liste rein. Stopp, das war der Fahrplan. Das ist nicht richtig, das ist die Liste. Und schauen mal so nach Gewinnen. Da fährt noch einer rum, der ziemlich alt ist und wahrscheinlich kostendeckend auch nicht fährt, aber ja, der ist jetzt unterwegs im Ding, sag schon im Bereich hier Hadexen, ne? Schwierig, würde ich sagen, ne? Hier wächst die Stadt zwar, aber der wird immer noch miese einfahren, ne? Gehen wir von aus, weil der nur noch das hier jetzt bedient. Hier ist die Straße ein Stück weiter, aber größer wird es dadurch wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, ich glaube, da können wir nicht ganz viel dran ändern erstmal. Das Schiff fährt auf hoher See. Ja, das ist die Milch, die da hin und her gefördert wird. Ne? Die wird auch immer Minus machen. Das ist halt so. Können wir auch nicht groß ändern. Dann haben wir hier noch einen Bus, der gerade nicht fährt. Achso, den haben wir eine Wartezeit aufgebrummt, damit er nicht so viele Kosten produziert. Ne? Das könnte sein. Dann lass mal gerade reingucken. Da steht eine Person. Da steht keine. Da stehen 14, okay. Und er hat jetzt wahrscheinlich keine da. Das ist die Frage, wann er weiterfährt. Da, jetzt geht's los, okay. Dann können wir da vielleicht mit leben. Ich weiß nicht, wie lange er da stand, aber ist natürlich genauso gegeben wie die anderen auch, ne? Der ist jetzt unterwegs auf der langen Strecke, hat auch eine Wartezeit gekriegt. Da sind 4 Passagiere. Da sind es 112, aber die müssen weggebracht werden, oder? Floto, Waldeck und Lauter, okay. 5 Personen sind innerorts nur. Gut, okay. Kommt der Bus denn hier irgendwann mal an? Müssen wir mal gerade gucken, ne? Nee, der fährt jetzt gerade woanders hin, glaube ich. Okay, da können wir aber auch jetzt nichts ändern. Höchstens man baut die dann wieder um, dass die anders fahren. Hier haben wir 7000 Miese. Oh, die fahren auch beide schön hintereinander her. Hm, haben die schon mal was gehabt? Nee, ne, das sind neue, glaube ich, ne? Genau, das ist die Getreidegeschichte, die haben wir doch erst eingerichtet, ne, oder? Und das ist der zweite, das ist die gleiche Entgegen, glaube ich. Ja, gut. Müssen wir mal gucken. Was macht der LKW hier? Der fährt irgendwo auch durch die Gegend. Bäcker, Markt, Mühle. Und ist jetzt leer. Wie sieht denn überhaupt die Bilanz so aus? Betriebskosten, Monat. Okay. Insgesamt absteigend mehr, ne? Ist jetzt nicht so dolle. Ja, müssen wir schauen. Wie kriegen wir das besser hin? Das ist die Frage, ne? Eigentlich eher gucken, wo was voll läuft, ne? Tourist nicht, Fabrikliste. Eingang, Ausgang. Absteigend. Passiert da was? Da liegt ganz viel. Ist die Frage, wo das alle hin muss. Hier liegen ganz viele Sachen auch drin. Hier geht das über Döbeln, da kommen die Schiffe aber bald, vielleicht sind die das. Und hier geht es zur Klosterbrauerei, muss noch Gerste hin. Okay. Ja, die Höfe sind alle voll dann wahrscheinlich, ne? Weil ja auch immer abgenommen wird, ne?
Das geht eigentlich, sag ich mal. Das ist nicht so viel. Da waren wir eben schon mit mehr, aber das war auch ein größerer Hof. Nehmen wir den mal. 210, da bin ich jetzt auch nicht der Meinung, dass das viel ist. Da sind auch noch zwei Höfe da. Obwohl 210 ist wahrscheinlich dann das Limit, dass es überhaupt hier voll läuft, ne? Wollen wir das nicht hier irgendwo sehen? Ah, da, 96, der ist schon überfüllt. Könnte man rein theoretisch vielleicht mehr schaffen, ne? Raffinerie. Die hat alles, was sie braucht. Öle mich. Und die produziert das. Und das muss weggeschafft werden. Benzin, Diesel, Plastik, PE-Granulat. Ja, hat sich bei uns denn hier eigentlich irgendwann mal was Neues gebildet? Das ist die Frage, ne? Produktion. Norddeutsche Zuckerrübenfabrik. Wo ist er? Da ist er. Tja. Die Großbäckerei braucht Zucker. Wie sieht's denn da drin aus? Hat die Zucker? Ja, die hat Zucker. Die braucht aber mehr Eier. Dann sollten wir mal nach den Eiern gucken. Die sind da oben. Die werden auch produziert und immer schön abgeholt, aber das könnte mehr sein und das liegt nicht unbedingt am Tierfutter, oder das ist gerade gekommen. 8, 9, 10 Eier. Gucken wir mal hier rein. Paletten liegen da, ja. Großbäckerei, 10 Eier, hier vorrätig. Wieder welche weggeschafft. Ist die Frage, wann läuft es hier auf Null beim Tierfutter? Folgen wir mal den Schienen, da müssten wir ja dann sehen, dass da irgendwo ein Zug lang fährt. Der ist auch gerade weg, okay. Könnte sein, dass das gleich leer gelaufen ist und der kein Tierfutter mehr bringt, ne? Wir haben hier schon mal eine Ausweiche gebaut. Ich glaube nicht, dass da zwei Züge auf der Linie sind. Nee, da fehlt's. Vielleicht sollten wir für das Tierfutter nochmal einen Zug dran machen. Ist ja doch eine recht lange Strecke da hoch, ne? Dann gehen wir mal hier rein. Loks. 2,95. Welche hatten wir denn letztens genommen? Diese kleine, ne? Und dann brauchen wir noch ein paar Anhänger für Tierfutter. Da war's. Südfrüchte hat's erwischt. Tierfutter. Dann haben wir den einmal mit 24 Kubikmeter und der ist mit 40. Ja, gibt's den, ne? Mehr kann er nicht. Und dann müssen wir gucken, wo er lang muss. Das ist jetzt schwierig. Steht da irgendwas von Tierfutter? Ja. Dann starten wir den mal. Dann gucken wir uns ein bisschen an. Ich weiß gar nicht, wie schnell war die Lok. Maximal 90. Okay, die Anhänger waren schneller, aber das ist jetzt auch egal. Das ist nicht schlimm, der fährt schon gut. So, Maschinenfabrik. Warte mal, hier, man sieht, die Eier sind jetzt alle, ne? Lass uns mal gerade noch mal schnell darüber fahren. Um zu sehen, wie weit der Zug ist. Der ist nämlich vielleicht gerade erstmal angekommen, wenn überhaupt. Ja, der ist gerade angekommen. Dreht und fährt weiter.
Da kann nämlich definitiv noch ein zweiter hindern. Dies ist geklärt. Da gehen wir nochmal hin, da können wir gerade hier nämlich reingucken, dann werden wir, ach so, ist offen. Ist das das? Nee. Doch, das ist das. Dann sehen wir nämlich, dass das hier 27 Paletten Eier gibt. Ist aber gar kein LKW zurzeit da. Die machen dann auch noch eine Rundreise, ne? Das ist einer. Ja, 12 Paletten Eier hat er. Und 27 sind da, das heißt, zwei Anhänger sind noch voll. Zwei Ladungen sind noch voll. Da ist vielleicht auch einer zu wenig dann drauf, oder was? Zuckerdöbel. Eier Adenau. Hat er auch. Zwei LKWs fahren da. Die ich jetzt gerade sehe, ne? Sagen wir es mal so. Da fahren noch zwei. Der macht das auch. Da sind dann drei. Und der sind Vierer. Ne, dann passt es ja eigentlich, ne? Und der hat auch welche geholt. Ne, dann sind genug Wagen drauf wahrscheinlich. Aber die stehen jetzt hier und warten gleich wieder. Der fährt jetzt nämlich rein und dann kriegt er nichts mehr. Und der wartet dann eine ganze Weile, bis der Zug kommt, ne? Und das passiert mit den anderen auch. Den können wir zumachen, definitiv. Maschinenfabrik sind wir gleich dran, ne? Und er ist irgendwo unterwegs. Das ist, glaube ich, in der Nähe von dem Ölkraftwerk oder so. Ja, kurz davor. So, was fehlt hier? Nix. 58 PE Granulat. Die Maschinen laufen. Da war gerade einer mehr geworden, meine ich, oder? Die brauchen nur länger. Ist dem so? Weiß ich nicht. Jo, passiert. Und da brauchen sie mehr von wie da, das ist also auch okay. Der Baustoffhandel, der war doch hier mehr kann, ne? Wie ist da die Abnahme? Okay, die nehmen auch noch was ab, das ist nicht das Problem. Ja, Zement geht hier, Lackfarben geht hier, Betonfertigung, aber das können wir alles nicht machen, ne? Gut, gucken wir mal hier rein. Ja, die produzieren alles, ne? Aber der Baustoffhandel ist der einzigste Abnehmer. Chemikalien, Druckfarbe und Lackfarbe. Und was macht der Baustoffhandel? Nur die Lackfarbe, der Rest läuft nicht. Okay, dann können wir da auch nichts machen. Er ist schon unterwegs. Schon näher Dingens. Oh, da müssen wir mal gerade gucken, welchen Fahrplan der hat. Wo fährt er denn als erstes hin? Dögeln Tierfutter, okay. Das passt dann ja. Er wird hier wohl, ah, da ist er schon offen, leer durch die Gegend fahren. Da passiert nämlich auch nichts. Das Mineralöl steht da jetzt hier. Ja. Hat er jetzt was drauf? Ja, 19 Tonnen wertvolle Güter. Die kommen da auf jeden Fall an. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier auf der langen Strecke wahrscheinlich eine Ausweiche noch irgendwo bauen. So, hier rüber geht's. Dann ist da eine Ausweiche. Das ist auch okay. Aber ich glaube, hier sollten wir noch was machen. Weil das ist ja doch noch ein relativ langes Stück hier, ne? Genau. Ich denke mal, das machen wir hier. Na, daneben geklickt wieder mal.
das und da Signale da und da passt. Jetzt kurz noch gucken, wie lang die Strecke jetzt hier ist. Oh, das geht bis dahin. Die warten da eine ganze Weile, ne? Was war da gerade überfüllt? Zur Teersauerbrücke. Die nächste Ausweiche ist, nee, das ist auf der zweiten Seite, auf dem Wasser, auf der Insel. Die müssen sich hier treffen dann, ne? Machen wir schneller. Und die kommen jetzt aber ziemlich zeitgleich an. Ah, der fährt weiter, dann ist der da hinten stehen geblieben. Oder wir haben was falsch gemacht. Nee, passt. Okay, wartet auf freie Strecke. Und darf dann weiterfahren. Gut. Lass mal schneller laufen. Okay, diesmal wird da hinten getroffen. Der eine steht da schon, aber ich glaube, das ist noch nicht lange, dass der da steht. Und beim nächsten Mal ist es dann wahrscheinlich woanders. So, jetzt müssen wir mal gerade da runter. Ah, nee, das passt. Ich glaube, das kommt sogar ganz gut hin. Diese Ausweiche, dann wartet er auf den Zug, bis der da kommt. Beim nächsten Mal ist es umgekehrt, da wird da gewartet und das klappt schon. Gut. Das Einzige, was jetzt noch sein könnte, dass er da hinten hin möchte, aber hier gibt es keinen Anschluss. Wo soll der dann stehen? Auf der anderen Seite ist es eigentlich egal, weil er transportiert ja nur das Tierfutter. Wenn der hier nicht geladen wird, kann der andere auch da drüben warten. Spielt dann keine Rolle. Ja, denke ich mal. Können wir so lassen, ne? Gut. Ja. Vielleicht sollen wir noch einmal gerade wieder die Städte beobachten, ob wir da... Ne, das war falsch. Ich wollte die Karte haben. Was machen müssen. Da oben ist nichts passiert. Gut. Waldeck, wo ist Waldeck? Da ist Waldeck. Auch noch abgedeckt. Floto. Sieht gut aus. Das wird knapp hier, aber es läuft. Sonderhausen. Alles abgedeckt. Lauter. Ist noch überall abgedeckt. Ja. Döbeln. Hat auch noch nichts. Passt. Adolfzell. Baut da ein bisschen weiter aus, aber ist noch nichts. Passt noch alles. Wir haben hier noch. Adenau. Alles abgedeckt. Dann Hardexen. Ist alles im grünen Bereich. Und hier drüben. Ist nur die Straße weiter. Gut, dann passt das ja erstmal. Ja, dann würde ich sagen, soll es für die Folge erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.